Alles okay? Er braucht eine Minute. Eine Minute bringt uns nicht um. Vielleicht doch. Gott, du siehst übel aus. Wow, danke, Rachel. Schon mal darüber nachgedacht, Motivationstrainerin zu werden? Aber im Ernst, geht's dir gut? Das ist so ziemlich die dümmste Frage, die mir je gestellt wurde. Jetzt ignorierst du mich also, was? Was willst du von mir hören? Weiß ich nicht. Etwas, das uns von diesem Scheiß ablenkt. Das Ding war kein Tier, das mir bekannt wäre. Das ist das Thema, über das du reden willst? Warum hat es dich da unten gelassen? Passe. Ich weiß nur, dass es mir für meinen Geschmack zu nahe kam. Wie nah? Es hat mich gekratzt. Dann war alles schwarz. Seither geht's mir nicht gut. Alles dreht sich. Mir ist übel. Erst dachte ich, es sei der Schock, aber es wird nicht besser. Gift? Ja, vielleicht. Dann aber eins, das langsam wirkt. Wie werden wir es los? Woher soll ich das wissen? Du hast den Doktor. Ja, für Satelliten, nicht für Nervengifte. Bin keine Biochemikerin. Ja, ja, schon gut. Reese, was hat dir das Ding angetan? Bitte, bitte, lass mich hier unten nicht allein! Ist schon gut, ich bin hier. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Ich gehe nicht weg. Versprochen. Aber sag mir, was los ist. Was hat dir das Ding angetan? Da oben ist Medizin. Vielleicht hilft sie. Aber wir müssen los. Jetzt! Ja, und damit endlich herzlich willkommen zurück zu House of Ashes. Nimm meine Hand! Wir sind auf der falschen Seite der Schlucht. Das schaffen wir nie. Gib jetzt nicht auf! Wir müssen darüber. Das Seil wird reißen. Warte! Glaubst du wirklich, dass die Medizin mir helfen wird? Reiß dich zusammen, Clarice. Wir sind fast da. Du hast mir nicht geantwortet. Wir müssen es versuchen. Wir schaffen das. Also sicher bin ich mir ja nicht. Das so gut ist, weiß ich auch nicht, aber ich meine, wenn sie sagt, dass da Medizin ist. Alles okay? Muss ich noch was sagen? Du musst zurück zum Tempel.
ist der jetzt allein? Ich sehe nichts raufkommen, aber ich höre sie. Sieht aus, als hätten die da unten viel mehr Spaß als wir hier oben. Over. Macht nichts, solange sie ihre Party alleine feiern. Die Kameras drin haben nichts gesehen. Over. Augen auf. Au. Das heißt dann wohl, er wird der Nächste sein. Also bei ihr habe ich ja immer noch ein ganz gutes Gefühl. Vorausgesetzt natürlich, dass die eine jetzt nicht so eine Art Zombie, Dämon, was auch immer wird und sie dann umbringt. Aber ich hoffe, ich habe das Richtige gemacht mit den Sprengfallen. Kann man hier nichts angucken und nichts? Okay. Warum gibt es dann die Möglichkeit, muss ich da erst noch was holen? Ein Kaffee, genau! Wie raffiniert. Sie fälschten eine Ausgrabung, um Grabräuber abzulenken. Sie wussten, dass hier unten was Besonderes war. Nicht so weit. Wenn sie uns angreifen, dann wahrscheinlich vom Abgrund aus. Wenn? Noch so optimistisch, Lieutenant? Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung, wie lange die Tore sie aufhalten. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung, sorgen für Gleichgewicht. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Verdammt! Hätte Eric Luftunterstützung erbeten, würden die das Signal empfangen. In den Arsch gefickt vom Obermacker. Finde das Funkgerät. Das habe ich doch gerade. War das kein Funk? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Muss ich da jetzt nochmal hin oder nicht? Moment, ich probiere es nochmal. Obwohl, hier unten ist auch noch was, ne? Wir haben doch noch Zeit, ne? Es hört sich doch noch nicht so dramatisch an mit dem Geschrei hier. So, Pullman meint, dass das Funkgerät, will uns von der Welt da draußen abschneiden. Was ist das für ein Deutsch? Immer noch Zweifel. Mhm. 30. Dezember. Marys Zustand verschlechtert sich. Heute Abend erwachte ich aus einer erschöpften Benommenheit, nur um Lady Bradshaw vorzufinden, wie sie meine Frau mit weiteren verdammten Fragen quälte. Mary murmelte etwas von geflügelten Dämonen. Daraufhin leuchteten Bradshaws Augen auf und sie fragte, ob Mary diese Dämonen gerade spüren würde. Von ihrem Delirium gepackt, schlug meine Frau um sich und klammerte sich an Bradshaws Brust. Lady Bradshaw zog sich zurück. Und nach einer Weile konnte ich meine Frau beruhigen. Mhm. Okay, ich denke mal, da hoch können wir nicht, ne? Nee. Da können wir auch nicht hoch. Also die paar Meter... Geh mir doch mal aus dem Weg, Junge. Ich muss mich hier bewegen können. Da hinten ist auch noch... Oh. Was ist das? Das ist doch diese Steintafel von eben, oder? Ja, ja, ja. Meine ich doch. Okay. Ich hatte jetzt gerade so ganz kurz die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch was Neues ist. Aber das ist doch das Funkgerät, von dem die gesprochen haben. Du musst mir helfen, das Ding zum Laufen zu bringen. Jetzt habe ich dummerweise die andere Seite noch nicht durchsucht. Das Zeug bringt dich noch um. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das Rauchen.
Ich glaube, in der Situation hätte ich auch so geantwortet. Nur ein Geistersignal. Selbst ohne Sender empfängt ein Funkgerät schwache Signale. Sind nur Geister. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Sendcom rufen können, dann ist's nicht mehr weit bis nach Hause. Ich weiß nicht, ich bin kein Techniker. Mervyn hätte das hingekriegt. Ach was. Hast wohl Pech gehabt. الكلاب يطلبوا حماية. ما نقدرش نسيبهم يجمدوا. لا لا. احنا محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا. اتجننت. دول على الديوانة. انت ما شفتش الغول؟ في غول هناك. هو ده العدو الحقيقي. سليم. انت اتجننت. اسمعني ارجوك اسمعني. قتلوا الامريكان كانوا هيقتلوننا. اسمعني انا شفت غول بعناية دول وقتلت واحد. اخلص وامشي ورايا. انت سامعني خالص؟ لا انت اسمعني دلوقتي. يا اما تمشي ورايا يا اما خليك هنا وتعفن. اختار. الله يلعنك. استنى انا جاي. Bring den Sender zum Laufen sofort. Ich brauche mehr Zeit. Nur so werden wir diesen Clown endlich los. Gib mir Deckung! Seine Flanke! Keinen guten Schuss! Na,
Wen haben wir denn da? Keine Iraker. Wenn sie schlau sind, bleiben sie zurück. Hier drin geht's gleich richtig ab. Halt! Rachel? Ach, bloß nicht die Tür zu. Du lebst? Überrascht dich das? Ich hab gesehen, wie die dich... Wo ist Eric? Nicht mehr da. Er ist tot? Du kommst drüber weg, Rachel. Das hat er echt nicht verdient. Was ist mit ihm passiert? Rachel, Sag's mir. Einer der Iraker hat ihn erschossen. Lebt dieser Iraker noch? Ja, und er ist noch hier. Was ist los mit ihr? Sie ist infiziert. Sie wird zu einem dieser Dinger. Warum ist sie jetzt hier? Sie braucht Hilfe. Ihr hilft nichts mehr. Sie sollte nicht hier sein. Stimmt. Wir müssen... Warte! Sie gehört zu uns! Aus dem Weg, Rachel. Wir müssen ihr doch irgendwie helfen können. Es ist nicht zu spät. Wir können sie noch retten. Verrückt, alle beide! Das war's! Lass jetzt Gefühle mal außen vor. Denk drüber nach, Nick. Sie haben sie schon mal im Stich gelassen und jetzt wollen sie es wieder tun? Sie wissen nicht, was sie da sagen. Fuck! Fuck! Das ist eure Schuld. Ins Vorratszelt mit ihr. Sofort! Waffe. Kleiner Rand. Sparen Sie eine Kugel für Sie auf. Leute! Rückzug zum Haupttempel! Ernsthaft? Ohne ihn sind wir blind! Helft mir! Von den Dingen darf keins hier durch! Die sind doch schon drin! Hier kommt niemand mehr rein! Egal, was auf der Einladung steht! Haltet das Tor! Ich werfe den Generator an! Clarice? Scheiße, ist die eine von denen? Es ist niemand daheim! Fuck, das fehlt uns noch. Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend. Ich kann immer noch kämpfen. Nein, kannst du nicht. Na komm, gehen wir.
wollen wirklich unbedingt hier rein! Wir brauchen den Generator sofort! Sonst sind wir am Arsch! Sie wollen hier rein! Sie werden nicht halten! Das ist unser Haus! Wir bestimmen! Wer hat der Wichser nicht auf? Sie brechen durch! Die Dinger sind schlimmer als Ratten! Du wertloser Haufen Schrott! Es ist Zeit für den Rückzug! Jemand was dagegen? Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon. Es muss doch etwas geben. Warte. Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben. Wir müssen runter. Runter? Da geht's nicht raus. Schickst du das nicht? Entweder das oder wir sterben genau hier. Alle Mann, los zum Astor! Danke, ich muss keine Entscheidung treffen. Ich dachte, der zieht sich auch zurück. Bleibt in der Mitte! Ich höre sie. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu House of Ashes. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Mit Harakus! Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Der Russ auf dem Meer, Ulam, was machst du, Kalem? Harkun, Fekra Wesha. Und die mich für mich kennt, hat Dizzy.
Nur ein Mox. Wag es, Pisser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Wasch Ahban! Klappe! War er es? Tu das nicht, Rachel. Hat er Eric getötet? Dumme Idee. Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Dieses Mal immerhin von vorne. Nick, kümmere dich darum. Was soll ich sagen? Sie könnten uns echt helfen. Sie sind der Feind, Nicky. Ich vertraue keinem von euch. Mehr muss ich nicht hören. Sie kommen! Wir müssen die Tür öffnen! Warum steht ihr da herum? Helf! Denk nicht einmal dran! Fort, Jason! Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Scheiße! Los! Ich hab das mit dem Colonel nicht vergessen. Ich hatte keine Wahl. Doch, hattest du. Malhadi! Hyena! Merteke Mustara! Wie ein Norm in Ayadi! Komm, Clarice! Was ist mit dir? Sie verwandelt sich. Verwandelt? In eine von denen? Es ist hoffnungslos. Die Medikamente sind im Tempel. Sie hält uns nur auf. Es gibt noch Hoffnung. Sie ist verloren. Sehen Sie es nicht? Sehen Sie es? Es gibt noch Hoffnung. Sie kommt mit uns. Verdammt, sie ist eine von uns. Es ist nicht es. Da war ich bei ihm. Das ist ein Magnon, das ist ein Magnon. Kann diesen dämlichen Idioten mal einer eine Kugel in den Kopf jagen? Dann würden die auch nicht alle so misstrauisch sein. Willkommen am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Clarice! Steh auf! Clarice! Werde es nicht schaffen. Los, verschwindet! So viel dann zu den Medikamenten. Jawohl.
Ja, endlich. Nicht der, den ich dachte. Die Gewehr oder Kruzifix, was soll denn das? Oh. Ich hätte vielleicht doch das Kruzifix nehmen sollen. Scheiße. Okay. Ja, vergiss sie nicht. Hallo. Schieß bloß nicht drauf. Was ist das für ein Idiot? Nicht dein Ernst jetzt. Fertig. Um.